Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal was anderes und zwar dachte ich mir, ich rede mal mit euch über meine Lesepläne für den Rest des Jahres. Ich sitze auch hier gerade spontan an meinem Schreibtisch. Ich bin nämlich erst aus dem Urlaub wiedergekommen. Bei mir ist hier ein Chaos. Ich habe noch nichts gemacht und in diesem Chaos ist mir aufgefallen, ich muss unbedingt irgendwie mich sortieren, was Bücher angeht. Also dieses Video könnte lang werden. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Ich habe mir keine Notizen gemacht, was ich erzählen will. Aber ich dachte mir, wir erzählen jetzt einfach mal. Ja, wir fangen damit an, dass ich, wie gesagt, im Urlaub war. Und ich bin jetzt wieder zurückgekommen, habe meine ganzen Büchervorbestellungen abgeholt, auf denen ihr gerade steht. Unter anderem sind nicht alle, aber dann habe ich das hier so alles abgelegt, habe so die Bücher aus dem Urlaub wieder ausgepackt und dann wollte ich eigentlich für Bukopoli September meine Bücher raussuchen und dann habe ich so gedacht, nee, ich werde mit Bukopoli jetzt erstmal pausieren, denn für mich, glaube ich, steht jetzt mal für den Rest des Jahres an, meinen Sub abzubauen, denn ich bin ein bisschen eskaliert schon wieder so. Vorm Urlaub habe ich so einiges gekauft und habe immer gedacht, ja, gönnst du dir mal. Und auch jetzt irgendwie weiß ich nicht, ich bin nicht fix, dieses ganze Chaos hier. Und irgendwie, es wird Zeit für einen Subabbau, für einen wirklichen Subabbau. Das heißt nicht, dass ich mir ein Kaufverbot setze. Ich behalte das eigentlich bei, was ich immer noch habe, dass ich mir 2 normale Bücher im Monat kaufen kann und 3 Fortsetzungen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, ob ich mich die letzten Monate daran gehalten habe. Bin so mit Mangas eskaliert, da muss ich mir auch mal irgendwie was überlegen, weiß ich nicht. Da habe ich immer so gedacht, ja komm, die kannst du dir immer gönnen, aber ich meine, ich habe da jetzt schon so ein fettes Regal nur mit Mangas und hier sind auch so viele dabei. Auf jeden Fall habe ich dann beschlossen, nee, ich lasse es erstmal mit Bukopoli, denn ich gebe euch mal ein kurzes Update vom August. Wir haben jetzt gerade September, ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Ich hatte im August 3 Bücher, war aber noch im Urlaub, wusste allerdings, dass ich es davor die 2 Wochen wahrscheinlich nicht schaffen werde und so ist es natürlich auch gekommen. Ich habe das Buch im Urlaub mitgehabt und auch gelesen, das war Bukopoli. Dann hatte ich noch dieses Bukopoli-Buch, Tives Gambit, das habe ich tatsächlich auch angefangen, aber habe ich dann zeitlich nicht mehr geschafft, weiterzulesen. Und dann hatte ich noch, das habe ich aber gerade auch nicht hier, von der Dark Castle-Reihe den 7. Band. Auch den habe ich ungefähr zur Hälfte gelesen, aber einfach nicht mehr geschafft. Und dann habe ich jetzt so gedacht, wenn ich mir jetzt wieder 3 Bücher, auch wenn es nur 3 Bücher sind, aber wenn ich mir jetzt wieder 3 Bücher raussuche, die ich irgendwie lesen muss, dann stresst mich das schon wieder und ich komme eigentlich nie dazu, was anderes zu lesen, was ich eigentlich lesen möchte. Auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe und mir eigentlich auch wieder gezielt Zeit zum Lesen nehmen will. Das habe ich davor eben nicht gemacht. Da hatte ich allerdings auch nicht viel Freizeit über den Sommer durch die Arbeit. Und davor bin ich ja umgezogen und da war auch, das war halt, das war auch ein längerer Prozess, deswegen hatte ich dieses Jahr nicht so ganz so viel Zeit zum Lesen und jetzt möchte ich aber wirklich wieder, bevor es in den Weihnachtsstress wieder geht, auch mit der Arbeit, möchte ich mir eigentlich jetzt wieder gezielt Zeit zum Lesen nehmen. Da habe ich gedacht, das funktioniert nicht, wenn ich mir wieder was raussuche, was ich lesen muss. Auch wenn ich es nicht muss, aber es macht mir auch voll Spaß, vor allem, weil ich dann noch endlich mal zu Büchern greife, die schon länger auf meinem Sub stehen. Aber trotzdem habe ich gedacht, nee, ich lasse das jetzt erstmal für den Rest des Jahres pausieren und habe einen Plan. So, der Plan, der sieht vor. Ich habe nämlich, mir ist nämlich aufgefallen, ich habe richtig viele angefangene Bücher. Dadurch, dass ich eben zeitlich eingeschränkt war, habe ich so oft Bücher immer angefangen, hatte dann keine Lust mehr. Dann habe ich nächstes angefangen, hatte darauf auch keine Lust mehr und habe wieder was angefangen. Vor allem, diese angefangenen Bücher sind halt auch nicht alle bei mir. Die sind nämlich überall verteilt. Ich habe jetzt hier zum Beispiel das hier angefangen, worauf ich mich eigentlich auch so gefreut habe, aber nach den ersten 100 Seiten habe ich dann was anderes gelesen. Dann habe ich hier noch ein angefangenes Buch zur Hälfte schon gelesen. Das hier ist zur Hälfte gelesen.
Hier habe ich auch noch ein angefangenes Buch, fast zur Hälfte gelesen. In meinem Regal stehen noch angefangene Bücher, die ich vor geraumer Zeit angefangen habe. Und ich glaube, ich habe auch noch 3, 4 Bücher woanders noch liegen, angefangen, die ich auch erstmal wieder noch zu mir holen muss. Also ich habe bestimmt 10, 11, 12, keine Ahnung wie viel angefangene Bücher. Und die will ich jetzt erstmal alle beenden und fertig lesen. Und dann ist natürlich auch so ein Thema Reihen, was? Also ich habe natürlich auch immer noch sehr viele angefangene Reihen und irgendwie bin ich da auch schon wieder ein bisschen von abgekommen, die mal zu beenden. Ich habe da ganz viele angefangene Reihen und es wird Zeit, dass ich die beende, weil ich möchte halt auch einfach gerne mal wieder neue Reihen anfangen, die ich da schon, ich habe schon ewig erste Bände da stehen, die ich einfach nicht anfange, weil ich mir so denke, nee, das ist wieder eine Trilogie oder sind 4 oder 5, 6 Bände und dann muss ich mir ja wieder Bücher kaufen, um die weiterzulesen, wenn es mir gefällt. Und das will ich ja nicht. Aber ich komme halt auch bei meinen Reihen irgendwie nicht mehr so hinterher. Ich möchte die aber weiterlesen, das ist es ja. Es ist schwierig. Also ich bin so ein bisschen frustriert momentan, was so mein Lesen angeht. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich stress mich so. Ich glaube, ich werde auch damit anfangen, dass ich erst noch mal ein bisschen meinen Sub sortieren oder aussortieren werde. Dass ich da noch mal schaue, was will ich wirklich lesen oder worauf habe ich absolut keine Lust mehr. Obwohl ich mir jetzt in letzter Zeit wirklich nur noch Bücher gekauft habe, auf die ich auch wirklich Lust habe. Aber dann war ja zum Beispiel auch das Paket, was ich gewonnen hatte, da waren 15 neue Bücher drin. Und ein paar davon habe ich tatsächlich auch schon weitergegeben, weil ja nicht alles was für mich war. Aber ja, das ist sowas, ich glaube, ich will erstmal das alles so ein bisschen sortieren. Deswegen werde ich Bookopoly erstmal weglassen, auch wenn es ein bisschen traurig ist, weil ich liebe Bookopoly eigentlich. Dann möchte ich erstmal meine ganzen angefangenen Bücher weiterlesen und danach oder davor, wie auch immer, meine Reihen weiterlesen oder beenden. Und mir fällt auch gerade ein, dass ich da hinten diese ganze Crave-Reihe, da bin ich gerade bei... Es steht verkehrt rum, sehe ich gerade. Warum steht es verkehrt rum? Aber ich sitze da schon ewig fest am 4. Band. Ich habe den damals angefangen, habe am Stück ganz viel gelesen und das Buch hat ja über 1000 Seiten und ich glaube, nach noch nicht mal der Hälfte habe ich wieder unterbrochen und dann habe ich nie weitergelesen. Es liegt aber nicht an der Reihe. Ich liebe die Reihe, aber ich habe jetzt auch 5 und 6 schon da, den Band. Ist auch so eins, was angefangen ist und ich muss wirklich erstmal zusammensuchen, was alles angefangen ist. Ja, also angefangene Bücher will ich beenden, Reihen will ich weiterlesen und beenden, soweit es mit weiter beenden geht. Aber ich habe, glaube ich, auch viele, die beendet werden können. Und Mangas ist halt auch so ein Punkt. Komme ich auch nicht mehr hinterher. Ich kaufe viel zu viel, was das angeht, obwohl ich es gerade liebe und aber auch da will ich mal rein weiterlesen, beenden, wie auch immer. Irgendwann war ich immer noch hinterher, wenn so erste Bände gekommen sind, mittlerweile auch schon nicht mehr. Also es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ich will jetzt wirklich wieder anfangen, mich nicht mehr zu stressen, weil es nervt mich. Es nervt mich. Ich glaube, ich rutsche dadurch auch oft in so eine Leseflaute, beziehungsweise, dass ich einfach was anfange, dann keine Lust mehr habe und das nächste anfange. Das mache ich dann nämlich gerne. Wenn ich dann anfange, mich gestresst zu fühlen. Habe ich jetzt was vergessen? Ich weiß es nicht. Ich habe übrigens auch mir ja diese Liste mit 12 Büchern für 12 Monate gemacht. Und wir können ja mal ein Update davon machen. Ich hole mal mein Lesetagebuch. Und wir haben ja jetzt September. Also noch 4 Monate, bis das Jahr zu Ende ist. Und ich habe genau ein Buch davon gelesen. Eins habe ich aussortiert. Und eins habe ich einfach gelesen. Das ist markiert. Und das sind auch Bücher, auf die ich so Lust hatte. Und die stehen jetzt einfach immer noch hier. Auch da würde ich gerne mal schauen, dass ich das irgendwie mal beenden könnte. Oder mal welche lesen werde davon. Und das heißt, jetzt wird es wahrscheinlich wieder mehr Lesevlogs geben. Also ich habe irgendwie auch, dadurch, dass ich immer so viele Bücher anfange, habe ich auch irgendwie immer keine Lesevlogs mehr so richtig, die ich drehen kann. Weil ich fange dann was an, beende es aber nicht, fange das nächste an, beende es nicht. Und ich möchte eigentlich immer so gerne so viele Lesevlogs drehen, weil ich das auch selber gerne schaue.
Aber ja, bei mir klappt das nicht mehr. Aber vielleicht ist das dann jetzt so ein Ziel, dass ich Lesevlogs drehe, damit ich auch für mich selber sehe, dass ich vorankomme mit dem Subabbau. Soll ja auch kein Zwang sein oder so, aber es gibt einfach so ein paar Sachen, wie gesagt, so angefangene Bücher endlich mal lesen und Reihen weiterlesen und beenden. Das ist dann sowas, was jetzt bei mir erstmal Prioritäten haben soll. Ich bin gespannt, was das wird. Ich versuche euch mitzunehmen auf diese Reise. Und mein Sub wird niemals im Leben klein werden. Ich glaube, damit habe ich mich mittlerweile schon abgefunden. Und es ist auch okay, wenn man nur 2 Bücher im Monat liest und nicht 15 oder so. Aber auch das ist immer noch nicht so ganz in meinem Kopf drinne. Ich bin auch ehrlich gesagt mittlerweile so ein Leser. Ich schlafe halt schnell mittlerweile ein. Einfach weil ich wahrscheinlich Schlafmangel habe. Aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr, ein Buch an einem Tag zu lesen. Also normales, dickes Buch, jetzt kein dünnes oder so. Ich schaff's nicht mehr. Ich schlafe einfach mehrmals ein und muss dann auch wirklich schlafen. Ich glaube, jetzt habe ich erstmal alles gesagt. Falls nicht, dann blende ich halt nochmal irgendwas ein. Aber so ist es erstmal der Stand der Dinge, was so meine Lesepläne sind. Mal schauen. Ich fühle mich auf jeden Fall, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass ich mich nicht mehr stresse, was mich so nervt, weil das nimmt mir dann die Freude am Lesen und das will ich ja nicht. Und deswegen ja, mal schauen. Hoffe ich, dass es was wird und ich wieder so richtig in meinen Lesefluss komme und wieder richtig Spaß am Lesen habe. Auch jetzt im Urlaub habe ich gemerkt, wenn ich dann wirklich die Zeit habe und mir die Zeit dafür nehme, dann bin ich voll drinne in einer Geschichte. Und das habe ich wirklich vermisst. Auf jeden Fall war das mal mein kleines Leseupdate oder so. Und ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen werden wird. Und dann sehen wir uns hoffentlich zu meinem nächsten Video wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses Video. Könnt mir ja mal so eure Meinung oder eure Lesestruggles in die Kommentare schreiben. Und dann können wir uns gerne austauschen. Und dann sehen wir uns. Tschüss.